Vom amerikanischen Schulbus zum Lifestyle-Wohnmobil. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wenn wir mit unserem Bus unterwegs sind, kommen natürlich viele Leute angelaufen und haben interessante Fragen. Wollen wissen, wo der Bus herkommt, wie wir das mit dem Ausbau gemacht haben. In meinem heutigen Video jedoch zeige ich dir die 5 ungewöhnlichsten Fragen zu unserem Bus. Es wird natürlich immer viel gefragt nach der Herkunft von unserem Schoolie. Da oben steht ja auch ganz groß Schoolbus. Und das lässt natürlich Raum für viele ungewöhnliche Fragen. Kommt der Bus aus Südafrika? Nein. Kommt der Bus aus London? Nein. Kommt er vielleicht aus Kanada? Ja, könnte sein, weil in Kanada gibt es natürlich auch gelbe Schulbusse. Aber nein, der ist auch nicht aus Kanada. Und kommt der Bus aus Hawaii? Da steht ja Kiko drauf. Das hört sich so nach Hawaii an. Nein, der kommt auch nicht aus Hawaii. Da gibt es auch noch andere Staaten in der USA. Richtig ist, der Bus kommt aus Miami in Florida. Der Bus war ein sogenannter Backup-Bus von so einem Schulbusdienst. Und dort ist er halt eben fast 20 Jahre in Betrieb gewesen, bis dahin, wo ich den gekauft habe. Häufige Fragen gibt es natürlich auch zum Thema Führerschein. Das allein ist natürlich nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich war eher die Frage eines Herrn, die uns heute getroffen hatte. Kann Ihre Frau den Bus auch fahren? Klar. Ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Ja, klar kann meine Frau den Bus fahren. Ich zeige dir ja auch zu Beweis ein kurzes Video, wo Birgit mit dem Bus unterwegs ist. Prinzipiell sieht das so aus, dass der Bus auf 7,49 Tonnen abgelastet ist. Das heißt, mit dem alten Führerschein, dem alten Dreierführerschein, kann jeder diesen Bus auch fahren. Lkw-Führerschein ist dafür nämlich nicht nötig. Großes Interesse herrscht natürlich auch beim Thema Verbrauch. Das allein ist natürlich nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich wäre eher die Frage, die uns neulich jemand gestellt hatte. Der braucht doch bestimmt 10 Liter. Ja, 10 Liter, schön wär's. Dazu will ich dir mal ein bisschen mehr dazu zeigen. Das Fahrzeug hier ist 8,50 Meter lang und hat ein Leergewicht von 6 Tonnen. Und mit Zuladung und allem drum und dran werden wir irgendwo knapp über 7 Tonnen sein. Dass er zugelassen ist unter 7,49 Tonnen, hatte ich ja schon mal erzählt. Ich zeige dir einmal hier den Motor. So, und zwar haben wir hier einen Navistar Motor und zwar ein V8 Diesel mit 7,3 Liter Hubraum. Und das ist natürlich so vom Motor ein ganz schön dicker Klotz, den wir hier so drin haben. Und dementsprechend erübrigt sich eigentlich auch die Frage nach dem Verbrauch von 10 Litern. Wir fahren in der Regel immer 80-85. Das ist eine super Reisegeschwindigkeit, ist auch optimal für den Motor. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, der Verbrauch, der liegt irgendwo zwischen 17 und 30 Liter. In der Realität, wenn man sagt, so im gesamten Durchschnitt, dann liegen wir bei 23. Ich denke mal, das ist gut erklärt. Wenn du da weitere Fragen dazu hast, kannst du natürlich gerne unten in den Kommentaren stellen. An der Mosel standen wir auf einem Stellplatz, auf einer Wiese, genauso wie hier. Wir saßen vor unserem Bus und dann kam auch jemand, der auch großes Interesse zeigte. Und die erste Frage lautete: Hat der Allrad? Ja, gute Frage. Ich kann dir die Antwort dazu zeigen. Dass hier vorne der Motor sitzt, das habe ich dir eben ja schon gezeigt, hast du ja schon gesehen. Dann komm jetzt einfach mal mit.
So, zum Verständnis müssen wir einmal hier nach unten, einmal unter das Fahrzeug schauen. Und wenn du jetzt hier unten drunter guckst, dann siehst du, dass von vorne hier so ein Antriebsstrang lang geht. Und zwar ist das die Kardanwelle. Die endet hinten an der Hinterachse. Mit anderen Worten, der Bus hat Heckantrieb. Meine absolute Lieblingsfrage ist passiert auf dem Stellplatz in Leer. Ich gehe mal davon aus, dass diejenige sich bestimmt versprochen hatte. Aber lustig war es allemal. Ist das ein Wohnmobil, das ihr zum amerikanischen Schulbus umgebaut habt? Ja, habe ich gesagt, ja, nee, nicht ganz. Es ist ein amerikanischer Schulbus, das wir zum Wohnmobil umgebaut haben. Wer meinen Kanal schon abonniert hat, kennt bestimmt schon die Videos, die wir schon vom Ausbau gemacht haben. Ich kann ja oben nochmal ein, zwei Videos verlinken. Zum einen, wo wir den Bus abgeholt haben und zum anderen, als wir angefangen haben, die Sitze auszubauen. Da sieht man auch, wie der Schulbus als Original-Schulbus auch da war und wo wir angefangen haben, den auszubauen. Ja, ich denke, das beantwortet die Frage. Wer mir doch nicht glauben möchte, soll sich einfach alle Videos angucken. Da kann er auch sehen, wie wir den Schulbus fertig ausgebaut haben. Hast du auch irgendwelche ungewöhnlichen Fragen zu unserem Schulbus? Oder auch welche ganz normalen Fragen? Dann stell sie mir doch einfach und ich beantworte sie gerne unten bei den Kommentaren. Ansonsten, wenn du wissen willst, wie es weitergeht mit unserem Schoolie, oder du auch Interesse hast an Stellplatztipps, einfach unten meinen Kanal abonnieren und dann bleib dran.